Bienvenidos y willkommen beim DFF an unserer 7. Ausgabe der Dies de Cine. Ich bin die Direktorin hier im Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. In den letzten Jahren haben wir einen starken Anstieg der in Lateinamerika produzierten Filme erlebt. Auch die Qualität der Filme steigt von Jahr zu Jahr, ebenso wie die internationale Anerkennung von Oscars für Roma von Alfonso Cuarón über Auszeichnungen für brasilianische Filme wie Bacarau und Invisible Life in Cannes, Una Mujer Fantástica im Wettbewerb der Berlinale im vergangenen Jahr und Margarella in der offiziellen Auswahl dieses Jahr. Leider sind die meisten dieser Filme nie in deutschen Kinos zu sehen. Eines der Ziele der Dies de Cine war es also, Filme zu bringen, die noch nie in Frankfurt gezeigt wurden. Dies ist praktisch die einzige Chance, diesen Film hier auf der Großleinwand zu sehen. Also sind wir froh, dass ihr alle hier seid. Nun ein paar Willkommensworte auf Spanisch. El programa de este año incluye 10 películas más 3 cortometrajes. Hay de todo, desde animación y ficción hasta documentales. Una sesión especial para los niños, incluyendo un taller de postfilmación el domingo, sin mencionar una fiesta este año por primera vez con música en vivo de Chile. Y como siempre, habrá recepciones durante los 3 días del festival para crear un momento relajado de encuentro e intercambio de ideas sobre las películas. Y estamos muy contentos de que 3 de los directores estén aquí hoy. Verena Curi, Far From Us, gracias por venir. Juan Cáceres, Perro Bomba, ¿dónde está? Allá. Y Carolina Navas, que vinieron con una de las estrellas de su película, Erika Gómez, y Full HD. Gracias. Y nos acompañaron durante el festival para hablarnos de sus películas y de cómo hacer cine en América Latina. Para esta edición, al igual que los 6 últimos años, este programa ha sido posible gracias a la dedicación voluntaria de un grupo de migrantes latinoamericanos organizados en el Café Azul Ferrain. Han dedicado tiempo y esfuerzo durante todo el año escribiendo solicitudes de fondos, viendo y seleccionando películas, contactando con las cineastas y, por supuesto, especialmente en las últimas semanas, ocupándose de la logística, la comunicación y la realización del festival. Por lo tanto, gracias a Pilar Mendoza, que fundó Dies de Cine en 2013 y ha sido la directora del festival desde entonces. Gracias. Y gracias al equipo de voluntarios de este año. Yolima Vargas, Ana Cristina Arango, Sara Gómez, Alejandra Díaz, Elisa Rivera y María Mayoral. Gracias a todos. Han trabajado junto con nuestro departamento de cine dirigido por Natasha Gicas. Natasha. Y apoyado por Laura Texiera para hacer de estos 3 días una experiencia muy alegre y intensa para todos nuestros invitados. Que tengas un gran festival. Also, genießt das Festival. Seht so viele Filme wie möglich, denn so einfach werden sie in naher Zukunft in keinem anderen Kino hier zu finden sein. Dankeschön. Buenas noches, meine guten Abend.
Liebe Frau Harrington, liebe Natascha, liebe Regisseurinnen und Regisseurinnen, liebes Team von Dias de Cine, liebe Konsuls aus Kolumbien, Republika Dominicana, Peru, Argentinien, die hier sind, liebes Publikum. Latinoamérica es un continente en movimiento. Las diferentes culturas que en él coexisten nos muestran diversidad, pluralidad, mucho calor humano y en los últimos tiempos también resistencia y transformación. Lateinamérica es un continente en Bewegung. Diversidad en cultura, didarín coexistir, zeigen uns Vielfalt, Pluralität, Vielmenschlichkeit und in jüngster Zeit auch Widerstand und Transformation. Hemos visto en las últimas semanas cómo países como Chile y Ecuador se niegan a aceptar la pobreza y la desigualdad, manifestándose a sí mismo contra un sistema global en donde se consolidan los extremismos y la exclusión. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie Länder wie Chile und Ecuador sich weigern, Ungleichheit und Armut zu akzeptieren und auch gegen ein globales System demonstrieren, in dem sich Extremismus und Exklusion konsolidieren. En general, esto responde a una crisis del orden mundial que afecta directamente los derechos humanos. Ciertamente estamos en un difícil momento, pero quizás también es un momento de transición. In allgemeinen wird damit auf eine Krise der Weltordnung reagiert, die sich direkt auf die Menschenrechte auswirkt. Wir befinden uns sicherlich in einem schwierigen Moment, aber vielleicht auch, es ist nicht nur ein Moment der Krise, sondern ein Moment des Übergangs. Por esto, en nuestro programa de este año tenemos como la migración, el retorno y la experiencia de la resiliencia en medio de las dificultades. También mostramos historias que cuentan la superación de las mujeres por sí mismas, tanto delante como detrás de la cámara. Todo esto continuando con nuestro objetivo de ser un espacio plural, incluyente y abierto a la diversidad. Deshalb haben wir in unserem diesjährigen Programm Themen aufgenommen wie Migration, Rückkehr und die Erfahrung von Widerstand inmitten von Schwierigkeiten. Wir zeigen auch Geschichten von Frauen, die selbst überwinden, vor und hinter der Kamera. All dies weiter mit dem Ziel, eine pluralistische, inklusive Ort zu sein, der offen ist für Vielfalt. Los directores y las directoras de las obras seleccionadas son muy jóvenes y muchas películas son estrenos, lo cual demuestra la vitalidad del panorama cinematográfico en América Latina. Die Regisseurin und Regisseurin in der ausgewählten Werken sind sehr jung und viele der Filme sind Regiedebüts, was die Vitalität der lateinamerikanischen Produktion zeigt. Frau Harrington hat schon die Regisseurin vorgestellt. En estos 7 años de trabajo conjunto entre el Film Museum y la Asociación Café Azul, quiero hacer un especial agradecimiento a todas las mujeres ya mencionadas, todas provenientes de la cultura y el arte y el medio ambiente con quienes hemos construido este festival. En un siebenjährige Zusammenarbeit mit dem Film Museum und die Verein Gemeinnützigen Café Azul, möchte ich besonders bei den vielen Frauen bedanken, die alle Fachleute in den Bereichen Kultur, Kunst und Umwelt sind, mit denen wir dieses Festival gestaltet haben. Vielen Dank an alle. Abschließend vielen Dank an unsere Förderer in Frankfurt und Hessen, Kulturamt, Amt für multikulturelle Angelegenheit und Hessen Film, Dank an das Institut für Romanische Sprachen und Literaturen der Goethe-Universität, mit dem wir seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Danke an die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, von der Juan Cáceres heute hier bei uns ist. Vielen Dank an die Konsulate von Peru, Brasil, Chile und Argentinien und Mexiko, die uns heute nach dem Film zusammen mit der Tienda Okoko ein künstliches Catering anbieten werden. Vielen Dank auch an die Sponsoren Hotel B&B, Sazón Arepas und Sparda Bank. Und da wir auch viel tanzen feiern morgen am Samstag in der Amarula Bar mit Live-Musik der Daniel Puente Encina, der hier auch ist, dank der Organisation von Lateinamerika Rebelde. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, querido público, por quien este festival existe. Und natürlich auch vielen Dank Ihnen, liebes Publikum, für das dieses Festival existieren. Herzlich willkommen bei Dias de Cine und genießen Sie diese wunderbaren Festtage. Vielen Dank, Ellen. Vielen Dank, Pilar,
für die netten Wörter. Ich habe auch Lust, jetzt auf was auf Portugiesisch zu reden, wenn wir schon Deutsch und Spanisch so gehört haben. Mas só vou falar que estou muito feliz de estar aqui e de estar apresentando este programa do Festival Dias de Cine, na sua sétima edição neste ano. Ich werde es doch auf Deutsch machen, denn ich glaube nicht, dass so viele hier Portugiesisch verstehen, aber egal. Genau, wir kommen jetzt zu dem heutigen Abend und den Filmen, die wir heute präsentieren. Das Programm haben Sie bestimmt schon gesehen. Ich werde nicht so viel dazu sagen, aber ein wichtiger Aspekt neben den Themen, die Pilar schon genannt hat, sind natürlich diese Präsenz der Frauen, das ist uns ein sehr ein Thema, das uns ins Herz legt, nicht nur als Thema von Filmen, sondern auch im Sinne von der Produktion, dass wir auch immer Regisseurinnen hier haben und auch Filme von Regisseurinnen hier haben. Das sage ich nur, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig für den Kurzfilm, den wir erst als vor dem heutigen Abend Film sehen werden. Der Kurzfilm heißt auf Spanisch En Boca de Todos, On Everyone's Lips ist der internationale Titel. Und das ist ein Kurzfilm aus Argentinien. Ein Kollektiv von Frauen in Buenos Aires hat einen Film zusammengestellt. Es sind 22 Frauen, die Künstlerinnen, die mit Animationsfilm arbeiten. Und sie haben zusammen dann diesen Film gedreht zum Thema Gewalt gegen Frauen und Meinungsfreiheit. Also sie haben sozusagen ein Thema oder besser also ein Motiv von diesem Mund. Und jeder hat den Auftrag, was dazu zu machen. Und dann haben sie das alles zusammengestellt. Das werden wir jetzt sehen, den Kurzfilm En Boca de Todos. Ich wollte nur ganz kurz die Regisseurinnen von dem Kollektiv Rama, die Red Argentina Mujeres de la Animación, und die sind Ana Inés Flores, Milena Luis, Rocío Dalmau, Gabriela Fernández, Daniela Fiore, Irene Bley, Ileana Gómez Gavinoser, Miriana Bazán, Belén Tegliabue, Agostina Ravazzola, Carla Gratti, Paola Bellato, Isabel Struch, Sofia Ugarte, Laura Norma Martínez, Berenice Galdis, Karl Stein, Isabel Macias, Marina Lisa Swan, Ángel Sena, Gabriela Klar, Raquel de Simone und Ana Martín. Die sind die Frauen, die dann diesen Kurzfilm gemacht haben, und dann komme ich nachher, um was zu unseren Langfilmen was zu sagen. Aber erstmal genießen Sie En Boca de Todos. Viel Spaß. So, bitte begrüßen Sie mit mir die Co-Regisseurin des Films, Verena Curi. So. Vielen Dank. Wir haben kurz überlegt, auf welcher Sprache wir das Gespräch jetzt machen. Wir werden es auf Deutsch versuchen, aber natürlich können Sie jederzeit Fragen auf Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Deutsch, was Sie wollen, stellen. Aber mal gucken, wie wir es mit Deutsch erstmal... Portugiesisch. Für dich. Vielen Dank für den Film und dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Was ich sagen wollte, vielleicht habe ich bei meiner Einführung nicht richtig oder mich bis zu Ende meine Gedanken erklärt, warum ich an das Festival gedacht habe, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Es ging nicht nur um die Sprachen, aber auch darum, dass um diese Geschichte von deutschen Einwanderern, die nach Lateinamerika gehen, weil ich selbst als Migrantin, die aus Lateinamerika nach Deutschland gekommen bin, und auch unser ganzes Team vom Festival sind alle ein Team von Migrantinnen, die aus Lateinamerika hierher gekommen sind. Und dann es war für mich interessant, auch darüber nachzudenken, diese Kehrseite sozusagen, diese Einwanderung nach Lateinamerika. Und du bist auch ein Beispiel dafür. Und deswegen wollte ich damit anfangen, ein bisschen, dass du uns erzählst, wie es war, also deine Entscheidung, nach Argentinien zu gehen, dass du auch dort dann Film studiert hast, ob schon vorher dich mit Kino oder mit Film dich beschäftigt hast oder erst in Argentinien. Und also bevor du überhaupt zu diesem Film gekommen bist, wie war es für dich, diese Erfahrung als gebürtige Deutschen in Argentinien sozusagen? Ja. Ein Abenteuer. ja, also ich habe erst Dokumentarfilm in Barcelona studiert und dort sehr viele Argentinier kennengelernt, die mir unsere Universidad de Cine in Buenos Aires sehr empfohlen haben. Und ja, so ist das Leben. Ich habe dort zu studieren angefangen, ich bin schwanger geworden. Dann kam ein Kind und die Projekte. Und ich habe eigentlich immer gedacht, nach dem Studium gehe ich zurück. Aber ja, die Projekte haben dann immer alles entschieden bei uns. So. Und genau, ja, so.
Wie war es denn, wann hast du Laura Bierbauer, also die Co-Regisseurin des Films, wann hast du die kennengelernt und wie habt ihr entschieden, dann zusammen diesen Film zu machen? Ja, wir haben damals in einem sehr, sehr großen Haus gewohnt. In Buenos Aires dann schon? In Buenos Aires, genau. Und ich habe dann so gedacht, wie schön das wäre, sie mit dabei zu haben bei dem Projekt. Und sie ist dann mit ihrem Sohn bei uns eingezogen. Mein Sohn war auch noch sehr klein. Und wir haben da mit ganz vielen anderen Cineastas, also Filmleuten, zusammen gewohnt. Und unsere Kinder haben gespielt und wir haben über Projekte nachgedacht. Und zu der Zeit war natürlich das Muttersein noch ein anderes Thema bei uns, ne? Also so, was macht man als deutsche Immigrantin in Buenos Aires, als lateinamerikanische Mutter auch plötzlich so, ne? Und das war natürlich eine sehr intensive Zeit und es war sehr, sehr schön, zusammen das Projekt zu entwickeln. Ich sage immer, es war fast irgendwie ein Projekt, das sehr natürlich entstanden ist. So, ja. Und auch diese Verbindung zu dieser Region von Misiones, weil das ist auch sehr besonders in dem Film, dass es genau in diesem Ort, also auf dem Land stattfindet. Und wie kommt ihr zu diesem Ort und zu diesen Leuten, die tatsächlich dort wohnen und dann ein wichtiger Teil des Films geworden sind? Ja, 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 ja. ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen. Misiones ist in Argentinien, wenn es um Immigration geht, der Ort, an den man automatisch denkt. So. Nach dem Ersten Weltkrieg sind unglaublich viele Europäer auch nach Argentinien und vor allem auch nach Brasilien ausgewandert und haben dort ein neues Leben begonnen. Aber es gibt auch, man findet dort Italiener, Polen, es ist sehr, sehr viele Sprachen und auch Bräuche, die sich eben dort in diesem Dschungel auch kreuzen. Also man muss sich mal vorstellen, man reist dort über die Straßen, der Dschungel, man sieht den Dschungel aus dem Fenster und man, wie sagt man denn, Chakras auf Deutsch, Chakras, claro, aber auf Deutsch. Land, genau. Und was mit den Deutschen passiert ist, wir waren wie eine Überraschung. Hm? Land, ich glaube einfach. Bitte? Farm, jetzt habe ich es verstanden. Farm, Land, ja, Parzell. Okay, ist ein komisches Wort. Okay, ja. Und die Deutschen haben uns natürlich alle Türen geöffnet. Also wir waren wie ein Geschenk für sie. Die haben wirklich natürlich zum ersten Mal dann so deutsche junge Frauen wir haben auch unsere Kinder mitgenommen und sind dann da und haben dann die Deutschen besucht. Und es war sehr, sehr schön, weil es gab so einen Austausch. Sie haben uns von ihrem Deutschland von damals erzählt. Das war fast schon wie Fabeln zuzuhören. Also weil das ist ja ein Deutsch, also sie sind ja nach Brasilien und von Brasilien dann nach Argentinien. Also es gab wie ja Fabeln, die sie uns erzählt haben und vieles, was für uns schon sehr vergessen war. Also die Art, wie sie gesprochen haben, bestimmte Bezeichnungen oder auch ein Deutsch, das wir hier niemals finden werden, ja. Also unglaublich viele Bezeichnungen für die verschiedenen Bäume im Dschungel dort, ne? Also so das war schon magisch für uns, so, ne? Aber da hätten wir natürlich auch einen Dokumentarfilm dann machen müssen. Aber ihr habt keinen Dokumentarfilm gedreht. Nein. Dann kommen wir zu diesem wichtigen Punkt, weil natürlich ist das auch ein Hintergrund, die Orte, die Leute, die da sind und alles. Ja. Das ist echt sozusagen, aber ihr habt auch ein Drehbuch und eine Geschichte dann entwickelt. Wie war denn dieses Prozess? So, seid ihr mit einem fertigen Drehbuch dorthin gekommen und gesagt, hier, wir spielen jetzt diese Geschichte, oder wie hat sich das entwickelt mit den Leuten? Oder vielleicht auch vorab zu erklären, wer überhaupt so mit Schauspielern oder Laienschauspielern, mit wem ihr dort gearbeitet habt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, diesen Prozess zu verstehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie alle zu beantworten.
Also erstmal nein, es war nicht von Anfang an klar. Also wir haben immer gewusst, dass wir so Abstrakte des Realismus mit einbauen wollen. Wir können nicht nach Misiones gehen und dort die Menschen außen vor lassen. Das hat sich von Anfang an komisch angefühlt. Ja? Also es war schon immer klar, das muss ein Projekt werden in Zusammenarbeit. Und wir haben sehr, sehr viele Reisen, Investigationsreisen nach Misiones gemacht. Ja, und haben sehr, sehr viele Familien kennengelernt. Also diese Familie haben wir eigentlich erst ziemlich spät gefunden. Und es war auch noch nicht so klar, also es war, wir haben gedacht, wir wollen so viel wie möglich kennenlernen. Und nach jeder Reise haben wir dann das Drehbuch weitergeschrieben, umgeschrieben, neu durchdacht. Und am Anfang dachten wir, die Protagonistinnen, die müssen auf jeden Fall Schauspielerinnen sein und die anderen können dann mitmachen. Und dann nach einer Zeit haben wir gemerkt, nee, das spürt man, ne? Also, und also das Schönste für uns war, so eine Zusammenarbeit zustande zu bringen. Also es ist natürlich, also wir sind in ihr Leben eingedrungen, ne? Also wir waren in ihrem Zuhause. Es ist nicht leicht, Szenen immer wieder zu wiederholen. Und es war so ein also ganz schöner, sensibler Umgang. Der einem sehr viel Respekt auch so gelernt hat, oder ich weiß nicht, wie ich sagen kann, also auch für unser Team, ne? Und war natürlich nicht einfach, also mit unseren Campesinos zu arbeiten und dann noch mit einem kleinen Kind. Das war natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Und Laiendarsteller, ich glaube fest daran, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Schauspieler geben kann, so mit grenzüberschreitend, wunderbar. Ich glaube auch an Schauspieler, ja, ich werde das immer wieder gefragt. Aber in so einen Mikrokosmos einzudringen und dieses Risiko auf sich zu nehmen, nicht zu wissen, was passiert, ne? Also man hat sozusagen wie dieses Drehbuch so als Sicherheitsgurt, aber danach kommt ganz oft alles anders. Und darauf muss man eingestellt sein, ne? Und das für mich hatte genau das was Magisches, ne? Also so, ich habe so in der Zusammenarbeit war es immer so, wir haben erstmal alle Locations ganz genau studiert, uns angesehen, ja, und haben visuell gedacht, wo könnte was stattfinden, und oftmals den Jungen einfach in die Location geschmissen und Käfer versteckt oder sonst irgendwas, und dann auch mit ganz viel Geduld manchmal auf die Szene gewartet, so, ne? Und vieles hat nicht funktioniert. Also diese Spontanität, die man von Laiendarstellern bekommt, muss man aber auch selber haben in der Improvisation. Also sprich, man ist in ständiger Bewegung, ja, und das ist schon, also mir gefällt es ziemlich gut. Also so, ich habe wirklich gemerkt, so, dass war für mich eine tolle Erfahrung, und ich würde gerne noch mehr in diese Richtung gehen. Also noch mehr. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, zumindest kommt mir sehr gut vor, dass wenn ich den Film sehe, nicht sagen kann, hier, das ist ein Schauspieler, hier ist nicht ein Schauspieler, weil es gibt schon manche Filme, wo man das so klar trennen kann. Und ich glaube, in dem Fall ist das alles so naturell und man merkt, dass es diese Beziehungen so gut gebildet sind und so viel Vertrauen da ist, dass man das nicht so sofort, dieser Unterschied so merkt. Weil wenn wir wissen, nur die Großmutter sozusagen, die Mutter von Hamire, ist die Einzige, die schon Erfahrungen, genau, als Schauspielerin hatte. Also ja, die eigentlich, ja, alle anderen haben zum ersten Mal vor der Kamera was gemacht sozusagen. Und zumindest ist es, ich finde es wirklich gut, wenn es gemacht wird, weil ich ist für mich nicht so ein großer Unterschied oder so. Das ist alles so fluid, dass man die Geschichte auch mehr glauben kann, wenn die Leute sich fast sich selbst spielen, obwohl es schon gewisse Situationen dann angeboten werden. Aber dann ist es auch eine Verdad, eine Wahrheit, die vielleicht auch da ist, wenn sie auch vielleicht auch, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie habt ihr ein Drehbuch geschrieben mit diesen drei Sprachen, also wie sie das im Gespräch zwischen Portugiesisch, Spanisch und Deutsch so tauschen die ganze Zeit, es wird verrückt, das überhaupt zu schreiben, also das kommt mir so naturell vor, das ist wie die Leute dort sprechen in so einer Region, wo es so gemischt ist, oder in der Familie, wo es mit dieser Geschichte so umgeht, ist, finde ich so faszinierend,
und das kann vielleicht nur so geben, wenn sie auch dieser Input geben oder sehe ich das oder habt ihr doch gesagt, jetzt sagst du was auf Spanisch und Portugiesisch und so. Das, wie kam das? Nee, also erstmal, ich glaube, wir haben wirklich, wir hatten die Möglichkeit, alle wirklich gut kennenzulernen. Also wir haben wirklich die Familie mehrere Male besucht und wirklich auch bei ihnen, mit ihnen gelebt. Und es gab alles, wenn man mit Laiendarstellern arbeitet, also die Hermanos, ne, also die Brüder, da gab es schon oftmals Situationen, die wollen sich natürlich dann auch präsentieren und haben dann richtig Lust, alles zu sagen und dann, ne, dann kommt man nicht wirklich weiter, weil zu viel gesagt wird oder so, ne, aber und also was mir, genau, also einfach zusammenfassend, ich glaube, wunderbar war einfach, wir haben nicht versucht, also eine gewisse Narration ihnen aufzuzwängen. Wir haben nicht versucht, was anderes aus ihnen zu machen, was sie sind, so, sondern wir haben immer versucht, okay, was ist hier zusammen möglich und wirklich mit viel Sensibilität und Taktgefühl, ja, also immer wieder. Und das hat aber schön funktioniert, so, auch mit dem Team. Es ist unglaublich wichtig, ein Team zu haben, das ist nicht leicht, ne, also im Dschungel, im heißesten Monat des Jahres, mit einem Team von 20, 25 Leuten zusammen im Dschungel zu stehen, aber und dann noch mit einem kleinen Kind zu arbeiten, da haben wir viel abverlangt von den Leuten, aber das Vertrauen war da. Es war eine Gruppe von Freunden, die diesen Film gemacht hat. Und ich glaube, so war es auch möglich. Ne? Also, ja. Ich glaube, dann kommen wir auch zu dem Kind und zu vielleicht diese Figur von Matteo und auch Ramiro. Ich glaube, das ist auch so interessant, wie es gemacht wird. Es wird nie wirklich erklärt, was genau passiert. Und ich glaube, das ist für viele Zuschauer ein bisschen störend, dass man wissen will, okay, wo ist sie, wann ist sie gegangen, was hat sie gemacht, was ist passiert, wer ist der Vater? Also das sind so viele Sachen, die da so ein bisschen komplett offen bleiben. Und wie wichtig war es für euch bei dem Drehbuch, aber auch beim Schnitt und bei der finalen Version, so viel offen zu lassen? Weil das ist auch ein Risiko, wenn man so einen Film macht, glaube ich. Es gibt viel Platz für verschiedene Interpretationen, was einerseits schön ist, aber das ist auch, ja, man kann auch sich fragen, okay, was kann man davon verstehen und soll man überhaupt was wissen von dieser Geschichte oder was war eure Meinung dazu? Ja. Also erstmal, wir hatten schon im Drehbuch mehr erklärende Szenen, die aber dann im Schnitt rausgeflogen sind, alle, weil sie plötzlich nicht mehr mit dem Mikrokosmos oder mit dem Rhythmus des Filmes zusammengepasst hat. Der Rhythmus des Filmes ist ein Rhythmus, den wir schon in Misiones gespürt haben. Der ist auch nicht kreiert, sondern das ist das Tempo dieser Region so für uns und natürlich unserer Familie so, ne? Es war einfach, es hat sich so viel echter angefühlt, einen Film zu machen, der vielleicht auch die Natur als Protagonisten mit einbezieht, der Bilder sprechen lassen kann, der das Risiko auch eingeht, vielleicht manchmal Einstellungen auch länger zu lassen. Ne? Und ja, genau, also einfach vielleicht nicht einfach den Zuschauer immer in die sichere Position zu bringen, ich erkläre dir hier alles, das ist vorher mit dieser Protagonistin passiert, ja, es gibt einen Grund, warum sie ihren Sohn zurückgelassen hat. Nein, ich finde es viel schöner, darüber nachdenken zu können, okay, was passiert hier, ne, mit dem Gefühl, was passiert hier mit ihr, und dass wir nicht immer ganz direkt zeigen, sondern eben, also surge, wie sagt man jetzt, der Gefühlszustand wird ja gezeigt, ne? Also wir sehen ja anhand der Gesten, was da zwischenmenschlich auch passiert, ne? Die Natur, die natürlich auch viel zu sagen hat in diesem Film. Es war uns sehr, sehr wichtig und es war einfach repräsentativ und einfach ein bisschen davon wegzugehen, immer gleich alles ganz genau narrativ und klassisch erklären zu können. Vor allem, weil wir natürlich schon auch den Glauben daran haben, warum suchen wir eigentlich immer nur nach einer klassischen Narration, wenn wir immer wieder merken, ne, das Leben ist einfach überhaupt nicht so. Und deswegen finde ich auch offene Enden viel schöner, sich jeder einfach so denken kann, okay, was mache ich jetzt draus, so, ne, als irgendwie zu sagen, okay, hier gibt es ein Happy End. Mhm. Oder nee, hat sie nicht geschafft. So, ne? Nee, vielleicht gibt es da auch lange keine Antwort, vielleicht nie. Ne? So.
Ist halt nicht leicht. Ja, ja, schön, schön. Ich würde diesen Moment nutzen, um zu fragen, ob es Fragen von Publikum gibt. Ja, da oben, ich komme mit dem Mikro, kurz Moment. Ja, ich mache das mal dann. Ja, also vielleicht ist es für Sie nicht so interessant, aber für mich ist es schon interessant zu wissen, wie lange da schon die Deutschen leben. Weil ich habe gehört, dass die allerersten Deutschen, die nach Argentinien ausgewandert sind, man hat sie gefragt oder man ging davon aus, dass die ersten Deutschen da hingehen, was sie gewohnt sind. Und das war der Wald. Und deshalb hat man die ersten Deutschen in den Urwald geschickt. Also das war das, was ich bis jetzt gehört habe. Ich wollte wissen, und zwar schon seit 1810 oder sowas, waren schon die ersten Deutschen im Urwald. Ist es richtig? Oder? Nee, haben Sie total recht. Das finde ich schon interessant, weil viele Deutsche wissen das gar nicht, dass das schon so lange ist, dass da so schon so lange es Deutsche gibt im Urwald in Argentinien. Das wissen, glaube ich. Argentinien und Brasilien. Das auch, wissen die alle hier nicht. Also. Ja. Und das finde ich schon wichtig zu erzählen, weil gerade jetzt mit der Flüchtlingspolitik und mit all dem zu wissen, sich bewusst zu machen, dass die Deutschen auch schon sehr lange woanders eine Existenz aufgebaut haben. Und das ist auch, finde ich, auch ein bisschen lustig, diese Geschichte, dass sie, mir war auch nicht bewusst, dass die Deutschen, was lieben die? Ja, den Wald, weil das ist ja, das sind sie gewohnt. Und das fand ich irgendwie auch eine schöne Feststellung, weil es stimmt ja auch irgendwo, ne? Ja. Also die Chakren, die wir kennengelernt haben, die Deutschen haben immer eine ganz enge Bindung zur Natur gehabt, kannten wirklich jedes Holz, jeden Baum, die Chuchos, also die Kräuter, die dort tagtäglich zu sich nehmen mit dem Mate, und den Umgang mit Tieren, der war wunderschön, also bei allen. Das war so eine ganz... Der Juan in der Anfangsszene, wenn er mit seinen Kühen spricht, ist nicht von uns erzwungen worden. Das ist sein normaler Umgang mit seinen Tieren und die haben auch alle Namen. Also mich würde interessieren auch, woher kamen die Deutschen? Aus welchem Gebiet? Aus Deutschland? Ja. Wissen Sie das? Ja, das ist total spannend. Also wir wissen es nicht und das wissen Sie auch nicht genau. Ach so. Also wir haben es mal versucht, eine Zeit lang rauszufinden. Ja? Wo ist denn die Schwester von der Co-Regisseurin hier? Hier in der Nähe, ne? Das war das Letzte, was irgendwie mit Juan rausgefunden worden ist. Hast du da schon mal mit Laura drüber gesprochen? Aber vielleicht, genau. Genau, also ich bin ursprünglich aus Augsburg und auf jeden Fall sind sie nicht aus Augsburg, Bayern. Auf gar keinen Fall. Kurz Moment, bitte. La doctora Regula Roland, que es alemana y es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, por si les interesa el tema, tiene un libro sobre la inmigración alemana en Argentina. Eso. Gracias. Para la familia, sí. Estamos en búsqueda, como sería lindo para ellos saber un poquito de dónde vienen. Sí. Ja, hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen, was ich von Blumenau und von Misiones her kenne, weil wir in Chile leben und dort war ich zu Besuch. Warum sind die ausgewandert? Weil es die zweiten und die dritten Bauernsöhne waren. Der erste bekam den Hof in Deutschland. Stimmt so etwa. Und darum ist es nicht nur Stuttgart oder Frankfurt Umgebung gewesen, sondern in ganz Deutschland. Sie sind von Bremen oder Hamburg aus mit dem Schiff bis Brasilien. Einige waren schon in Chile oder auch Argentinien, weil das die Länder sind, die dem Klima Deutschland ähneln. Argentinien, Chile und Brasilien war die Überraschung. Was war das für ein Kauderwelsch, das da gesprochen wurde? Versteht ihr Kauderwelsch? Also Portugiesisch, Deutsch, nur die Ältesten, das waren die ersten Jungs oder auch Mädchen, Frauen, die so etwa mein Alter haben, sind deutsch aufgewachsen. Dann hat Brasilien es verboten, in der Schule Deutsch zu sprechen. Also die Kinder konnten zu Hause Deutsch sprechen, más o menos, so lala,
Und in der Schule mussten sie Portugiesisch sprechen. Spanisch war nicht, eigentlich nicht in dem Kauderwelsch mit drin. Aber die Schauspieler, die sie da gestellt haben, haben dann Spanisch gesprochen. Deswegen bin ich ja völlig durcheinander. Ja, danke. Das ist eben das Schöne. Ja. Also das war ja für uns auch sehr, sehr wichtig, zu zeigen, Argentinien ist nicht dort stehen geblieben, sondern Juan verliebt sich in seine Frau und sie ist aus Argentinien und die Kinder, eine spricht lieber Portugiesisch und die andere spricht aber dann mehr Spanisch mit ihrem, also so diese... Wir hatten keine Lust, in eine deutsche Comunidad zu gehen, ja, sondern wir hatten Lust, dieses Misiones, das es heute gibt, zu finden. Und diese Familie hat es für uns repräsentiert. Ja. Und das Blumenau ist der zweite oder der bedeutendere Einwanderungsort genau. Im Süden von Brasilien. Ja. Genau. Genau. Es ist dort nicht so brutal mit Schlangen und allen diesen Genau. Ich kann auch dazu ergänzen, dass in Blumenau die zweite große Oktoberfest der Welt gibt, nach München. So, wenn Sie Oktoberfest erleben wollen und nicht unbedingt in der Wiese wollen, dann gerne nach Blumenau in Brasilien. Ich war noch nicht da, aber... aber gibt es weitere? Ah, genau. Da oben ist noch eine Frage. Aber ganz kurz. Eine letzte Frage. Nicht so viel ja. Zeit. Mhm. Bitte mit dem Mikro... Ich habe eine Frage, aber vorher möchte ich schicken, ich kenne die Gegend sehr gut, weil ich Fachberater für Deutsch in Paraguay war. Südparaguay über dem Paraná ist man in Misiones, ich habe da auch gearbeitet. Also zum einen trifft der Film sehr gut das Ambiente dort, obwohl ich muss sagen, das ist nicht typisch für ganz Misiones, höchstens für einen kleinen Teil, der im Resturwald wohl solche Siedler leben, die sich auch mischen. Die andere Sache ist die Frage, eigentlich die grundsätzliche Frage. Wenn man den Film sieht, da kann man ja diese junge Dame sehr gut verstehen, dass die abgehauen ist und zurückkommt, aber auch wieder weg will. Ich frage mich, was wollte der Film erreichen? Also ich finde das auch fürchterlich, so ein Leben, ja. Also was wollten Sie sagen? Wollten Sie die Leute vorführen in ihrer Beschränktheit, Rückständigkeit? Oder wo sollte da die, sagen wir mal, die Aussage sein, der Sinn des Ganzen? Also ich habe uns sehr... furchtbar empfunden und bin froh, dass man nicht so leben muss. Beschränktheit, müssen Sie mir jetzt genauer erläutern. Warum Beschränktheit? Materiell keine Kommunikation, alle Probleme werden irgendwie verdrängt, man lebt so halt, naja, überleben im Wald, ja. Vegetieren könnte man sagen. Okay. Aber ist das nicht auf dem Land vielleicht hier auch so? Oder so, das hat das damit zu tun, dass es eher so von einer Großstadt getrennt ist, nicht unbedingt mit dieser Region zu tun hat? Ich frage mich auch. Also vielleicht ist es nicht nur in dieser Region, oder? Was denkst du? Sonst? Ja, also wir wollten, also erstmal zur Protagonistin. Uns war es schon sehr wichtig, auch zu zeigen, wie sie zurückkommt und versucht so diese Verbindung zu diesem Sohn einzugehen und auch aufzuzeigen, so sie ist damals als Tochter gegangen, gerade Mutter geworden, hat aber noch gar nicht gelernt, Mutter zu werden und kam wieder zurück. So, und wir begleiten sie auf ihrem Weg. Und da ist natürlich auch eine Verbindung zu ihrer wirklichen Mutter da. Wahrscheinlich ist sie zurückgekommen und wusste noch gar nicht, will ich jetzt Mutter werden. Aber sie musste zurück. Es gibt ein Wort auf Deutsch, das habe ich heute schon mal erklärt, heimsuchen. Ja, und ich finde das wunderschön. Und für uns ist dieses Wort, zieht sich so durch den ganzen Film. So dein Zuhause finden, ne? Aber auch das Zuhause, das dich verfolgt. Und das war für uns sehr, sehr wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für uns war es eines der schönsten Projekte, das wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, dieser Dschungel oder auch die Menschen, wie sie dort leben, sind nicht, also ich glaube, die sind ziemlich zufrieden. Also ich glaube, dort ist die Armut für diese Familie zum Beispiel überhaupt gar kein Thema. Also der fährt ein 4x4, ein riesen Auto, ja, ein Geländewagen, dankeschön, aber lebt so, wie er eben lebt. Ne? Also so, die haben, der ist auch total glücklich da, wo er ist so. Und, oder die Protagonistin hatte die Chance,
nach Polen zu gehen. Und sie ist zurückgegangen, weil sie sich da einfach nicht wohlgefühlt hat. Also es ist nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gibt. Oder ich wurde auch schon mal gefragt, so, ja, aber da ist so alles in den Einstellungen, ist ja ganz oft auch dieser alte Traktor oder so, ne, oder so verrostet oder so. Aber man darf auch nicht vergessen, ne? Also so, wir sprechen hier auch von einem Land, so in dem die Leute auch einfach grundsätzlich weniger haben, ne? Und das macht sie aber deshalb nicht alle unglücklicher, ne? Oder beschränkter. Also das ist mir schon wichtig, auch nochmal kurz zu erwähnen. Vielleicht als ganz letzte Frage, weil wir Schluss machen wollten, aber haben die dann oben? Alle warten schon oben. Ja. Habt ihr den Film dann schon dort gezeigt? Also wie war es, was haben die dann gedacht, als sie sich im Film gesehen haben? Ja, also es war das erste Mal für sie im Kino, in einer kleinen Stadt. Der Film ist im Soberbio gedreht und sie sind dann alle zusammen nach Posadas und da war dann die Premiere und also Juan wurde nach der Vorstellung gefragt, wie er es gesehen hat, wie er es empfunden hat, sich auf dieser großen Leinwand zu sehen und er konnte gar nicht sprechen, er meinte nur, ich finde jetzt keine Worte, es war wow und seine Frau hat sich immer die Augen zugehalten, wollte sich nicht sehen und seine Töchter waren unglaublich stolz und die Brüder auch, also das war für alle älteren Brüder die erste Erfahrung, auch sich auf der Leinwand zu sehen, aber generell auch ins Kino zu gehen. Also für die Misioneros war es generell wunderschön, diesen Film zu sehen. Was mehrere Male gesagt worden ist auch, wir hätten auch in Misiones, gibt es zum Beispiel ein großes Problem. Es werden dadurch, dass es eben diese Descendenz, also diese europäischen Herkünfte gibt, gibt es natürlich auch ganz viele blonde kleine Kinder und die werden ganz, ganz gern von den argentinischen reicheren Familien gekauft und einfach mitgenommen. Misiones ist arm. Wir hätten natürlich auch einen Film machen können über die gestohlenen Babys aus Misiones. Ja? Also wieder ein soziales, lateinamerikanisches Thema hier nach Deutschland bringen. Oder wir können eine Geschichte erzählen, die vielleicht nicht nur einen sozialen Brennpunkt hat und wir zeigen Mikrokosmos, ja, mal was anderes. Und das war für uns am Anfang, wir sind diesen Situationen wirklich auch begegnet. Aber es war eine ganz bewusste Entscheidung, da nicht hinzugehen, ja, und ein anderes Lateinamerika zu zeigen. So. Vielen Dank, Verena. Vielen Dank alle fürs Gespräch. Und ich lade alle sehr herzlich. Oben haben wir jetzt einen Empfang. Sie können gerne so argentinischen Wein und mexikanische Margaritas und ich, um weitere Filme im Festival zu sehen. So viel Spaß noch und wir sehen uns. Vielen Dank.